Einmal nochmal zum Haiersee. Hey Leute, was können wir noch machen am Haiersee? Das Loch ist halt nicht da. Das nervt mich irgendwie. Weil normalerweise hast du da ein Loch. Ein Loch unter einem Grab. Aber wo ist das Grab jetzt? Die haben das Grab und das Loch weggemacht. Das ist sehr verwirrend. In deinem anderen Zelda-Spiel hast du gefragt, welches Märchen das war, was die Heinzelmännchen da gemacht haben. Ist ein sehr schönes altes Märchen, sowas gucke ich gerne mir auch an. Ja, ich habe mich da so düster dran erinnert, an das Märchen. Weiß aber auch nicht, woher ich das kenne. Also, gehen wir das nochmal an. Wir haben da ein Huhn. Warum auch immer da ein Huhn ist. Wir haben hier die Eule. Was immer da auch die Eule macht. Also die Eule, ja, die hockt normalerweise hier auf dem Grabstein. Und normalerweise ist hier ein Loch. Aber das ist auch als Erwachsener da, oder? Oder ist das als Erwachsener nicht hier? Hier geht auf jeden Fall nichts. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Das war vielleicht keine gute Idee. So. Ich werfe hier nochmal Käfer rein, vielleicht. Keine Ahnung. Nee. Kommt nicht. Wir haben hier überall Hühner. Warum sind hier überall Hühner? Hat mir das irgendwas zu sagen, diese Hühner? Es wird auch so schnell immer wieder Tag. Hier ist überall nichts. Als Jüngerling kann ich halt auch nicht ins Wasser. Wir waren aber auch schon da. Wir waren nur nicht außen rumgegangen einmal. Das war das Einzige, was wir nicht gemacht haben als junger Link. Ansonsten sind wir ja überall gewesen, auch als junger Link. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt hier nochmal eine Runde. Ansonsten verschieben wir das erstmal auf später, okay? Dann würde ich erstmal andersweitig weitermachen. Das wäre jetzt so mies, wenn jetzt als junger Link... Alter! Was zur Hölle? Krass. Ja, ne? Die ist echt mies versteckt. Okay, ich laufe aber... Warte mal, sind wir fertig hier? Blut. Die war echt am Baden, ja. Das war eine Wasserskuldi. Sind wir fertig? Hey, immer noch nicht. What the heck? Das heißt, hier hängt vielleicht noch eine rum. Hoffe ich. Bitte, 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 lass hier noch eine sein. Irgendwo. Hey, da hinten ist doch schon irgendwas, oder? Da ist irgendein Soundbug. Oder irgend so ein Bug. Achso, das ist ein Huhn. Ein Huhn, was fliehen möchte. Ich muss alle Hühner zurückbringen zum Labor. Aber keine mehr. Was? Es fehlt einfach immer noch irgendwo eine. Mann, wo soll die jetzt sein? Alter Leute, ich ticke aus. Das waren halt immer noch nicht alle Skultis. Wo soll ich denn jetzt noch eine finden? Ich dachte schon, das ist jetzt, alter geil, die letzte Skulti. Endlich können wir hier weg. Hä? Anglerbereich? Nee, ich war ja schon im Anglerbereich. Da war ja nichts. Ich kann da auch keine Waffen benutzen und so. Säulen? Warte, wir gucken mal die Säulen an. Hier haben wir einen Zora. Nö.
Hallo Lady Makoros, was geht? Schön, dass du da bist. Da, ich sehe. Nee, sind nur Blubberblasen. Verdammt, ich dachte, ich sehe sie. Aber nee, es sind nur Blubberblasen. Warum sind da Blubberblasen? Das ist auch ein Sora. Warum sind hier überall Soras? Speak. What do you want? Scooty hätte ich gerne. Ich hätte gern Scooties. Lady Makoros, wir sind auf der Suche nach den letzten Scooties, aber ich bin hier gerade am Verzweifeln. Am Haiyasee. Aktueller Stand ist, wir haben 168, genau. 168, 32 fehlen noch. Das ist der aktuelle Stand. Und der Haiyasee raubt mir gerade die letzten Nerven. Wir haben gerade schon eine Skulti gefunden, wo wir dachten, alter Falter, das war eine krass letzte versteckte Skulti, aber wir haben immer noch kein Symbol, leider. Ja, hatte ich, wieso Kitsune? Hatte ich gemacht. Ich darf ja auch mal drehen, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Wo soll denn hier noch eine Scooty sein, ganz ehrlich? Vielleicht ist die jetzt nur als Erwachsener da und... Shit, ey. Wo soll denn hier noch eine Scooty sein? I don't know. I don't know. Da! Junge! Ich hab sie. Ist sie nur als Kind da? Boah, bitte lass das die letzte sein. Ich habe keine Lust mehr. Komme ich da ran? Oder muss ich da als Erwachsener hin? Alles Gute. Ja! Die Gutula. Wir haben die Gutula. Die war super versteckt, alter Falter. Jetzt haben wir alle. Oh, schön. Danke. So, 31 noch. Dann würde ich sagen, zum Wüstenkoloss. Gudu Fortress, alter. Oh, Gudu Fortress. Gudu Valley. Oh, alle drei Gebiete hier fehlen uns noch. Ist auch hart. Haunted Wasteland. Okay, ist anstrengender, als ich dachte, tatsächlich. So, A runter A, rechts runter A. Ich sagte Unterwasser. Ja, ich hatte ja Unterwasser schon geguckt. Das ist ja das. Aber als Kind unter Wasser war ich ja noch nicht. Master Rachi, das war das Problem. Die scheinen jetzt alle halt als Kind unter Wasser gewesen zu sein. Das war das Blöde. So. Okay. What we can do? Erstmal. Miau. Hier alles abchecken. Jetzt ist gerade Tag geworden, oder? Jetzt ist Tag. Die Wasserspinnen, ja. Die Wasserskulties. Okay, hier gibt's schon mal nix. Haben wir hier denn noch eine drinne? Große Frage. Jo. Das hat zumindest die Dünn gemacht. Für die keine Heilung hast du ein schlechtes Gebiet ausgesucht, meinst du? Wegen den Gegnern hier?
Guck mal, da oben ist ein Felsbrocken. Okay, das ist auf jeden Fall noch nicht. Ist das heute der letzte Stream? Also, nee, wir machen auf jeden Fall einen ruhigen und vermutlich wird der nächste Stream dann der letzte Stream. 170 haben wir jetzt. Okay. Weiter geht's. Also, Plan ist heute, wir machen so viele Scooties, wie es geht. Und vielleicht wird der nächste Stream auch noch nicht der letzte Stream. Keine Ahnung, wie inwiefern da die Scooties noch rummosern. Das werden wir dann sehen. Aber aktuell ist der Plan, dieser Stream und der nächste Stream. Wie gesagt, aber je nachdem, wie es läuft, ist das vielleicht auch erst der vorvorletzte Stream. Je nachdem. So, mir scheint hier aber nicht so viel zu sein. Ich glaube, da sind wir dann doch eher als Erwachsener nochmal unterwegs hier. Ich könnte mir vorstellen, unter dem Stein da oben, dass da vielleicht was ist. Ich habe doch heute einfach einen Bombenspaß, was du erledigen möchtest. Ein Bombenspaß? Pass auf, hier ist jetzt irgendwo eine Skulti. Das wär's doch, oder? So in der Feenquelle drin. Der Stein sieht richtig verdächtig aus. Also eine Spinne haben wir ja gefunden. Ich denke, ansonsten wird hier nicht viel sein. Ich habe mir vielleicht überlegt, Gorgando, dass wir vielleicht einfach so unter uns ein bisschen mal zocken würden, wenn ihr da Bock drauf habt. Da ist es cool, ich habe sie gesehen. Ist das für euch okay? Wenn wir sagen, wir zocken einfach gemeinsam, einfach mal so ein bisschen, einen Abend lang. So ganz ohne Stress und Verpflichtung, einfach so ein bisschen zusammen zocken. Fände ich auch cool, einfach so. Deswegen sage ich auch nochmal alle, die da Bock drauf haben, die das vielleicht auf YouTube nachträglich zuschauen, geht einfach mal auf den Discord, meldet euch da an. Also zu uns auf unserem Discord, in der Beschreibung ist der verlinkt. Einfach anmelden, ist kostenlos, könnt ihr reinjoinen. Und dann können wir mal zusammen alle eine Runde zocken, auch verschiedene Sachen so ein bisschen. So. Haben wir denn jetzt hier alle? Nö. Okay. Aber dann ehrlich gesagt als Erwachsener, oder? Schauen wir da nochmal vorbei. 29 Scooters. Scooters. Scootulas, ja. Klingt übersichtlich, oder? Finde ich auch. Alter. Super nervige Gegner hier. Aber ansonsten, ja, sind wir hier, glaube ich, erstmal so weit durch. Ich könnte halt jetzt rückwärts durch die Wüste. Meint er da als Kind? Passiert irgendwas? Was ist schon in der Grude Schlucht? Oh, ich weiß es nicht mehr. Gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Aber wie gesagt, ich mache jetzt alles mal Stück für Stück. Nicht, dass ich durcheinander komme. Ich werde jetzt erstmal als Erwachsener noch die Wüste abarbeiten. Wir haben ja Zeit. Wir müssen uns ja nicht... Ich glaube, hier kommen wir nicht weit, oder? Nee. Mit dem Spiel ist alles möglich. Ja, ich glaube halt auch, aber... Ich glaube auch, dass wir jetzt hier nicht weit kommen. Ist hier irgendwo eine Fahne, wo ich mich dran orientieren kann? Nee, ne? Nö. Okay. Wir machen uns erstmal wieder erwachsen. Und dann gehen wir wieder in die Wüste und gucken da nochmal. Ich sehe nichts. Hast du etwa Sand im Auge? War der Sandmann schon bei dir? Du.
Also ich muss ja sagen, ich habe mir für den Combo-Randomizer, der bald kommen wird, ne, Majora's Mask und Ocarina of Time, mir selber einen kleinen Vorteil verschafft. Und habe einfach schon dauerhaft, dass wir Hasenohren anhaben. Immer. Deswegen, ist einfach das beste Item. Ich bin im Bus. Ah, die Lady Makoros, die ist schon wieder am Reisen hier. Link hat gerade sein Sandlager gefunden. Wenn du in der Naruto-Schlucht hingehst, kannst du als Kind in der Gerudo-Festung rein. Die Kiste ist... musst du einfach nur drüber springen. Das geht, ja? Ist ja krass. War nur mit Kollegen verabredet. Ah ja, okay. Wir wünschen dir trotzdem eine gute Reise. So, warte mal. Haben wir hier irgendwas? Normalerweise ist doch... nö. Nix unterwegs hier. Hilfe. Ah. So, hier drauf springe ich jetzt mal kurz. So, werf weg das Ding. Hier ist aber nichts. Haben wir die schon vielleicht? Könnte auch sein, ne? Dass wir die schon haben. Da oben waren wir aber auch schon drauf. Alter. Ach ja. Tja, Mann. Ich habe ja einen Verdacht, Leute. Ich habe ja einen echt grauenhaften Verdacht, wo eine Skuldi sein könnte. Aber dafür müssen wir nochmal in den Tempel rein und oben wieder rausgehen. Das wäre schlecht, wenn sich dieser Verdacht bewahrheitet. Ja, im Tempel nicht, weil im Tempel zählt ja nicht. Aber halt, wenn du im Tempel oben rausgehst, ist es ja... ne, ist ja möglich. Also ich habe jetzt die Idee, dass da oben vielleicht irgendwo was ist. Vielleicht hängt der irgendwie einem im Gesicht oder so. Weil hier ist ja nichts gerade. Aber man sieht auch nichts. Man kommt aber echt nah ran, ne? Aua. War da eine? Habt ihr was gesehen? Am Bauch? Am Bauch rechts war das? Da, ihr habt recht. Okay. Okay, okay, okay. Hab's auch gesehen. Oh Gott. Ja, das ist jetzt natürlich doof, ne? So. Ich mal gucken, ob ich da irgendwie rankomme. Ganz unvermittelt. Weil hier fliegt die jetzt nochmal hoch. Nein, nicht hochrutschen. Ach, I love it. Okay, wir wissen, wo es ist, Leute. Man müsste die Geschwindigkeit der Wundererbse regeln können, genau. Mach mal nicht so schnell hier. So, pass auf. Jetzt.
Jo! Nein! Bleib stehen! Scheiße. Ja, von hier unten komme ich da nicht ran, oder? Puh, das wird nervig. Ja, ich hoffe, ja, wenn ich so reingehen. Du kannst dich doch an die Fahne ranziehen. Welche Fahne? Da ist eine Fahne. Du hast recht. Mario, du Genie. Aber anderer Winkel. Aber. So, nein! Lasst mich doch in Ruhe! Ich will mich doch nur... Ich will doch nur meine Fahne haben! So. Jo, geil! Oh, schön, danke! Guter Tipp. Habe ich gar nicht so bemerkt. Ah, schön. Okay, haben wir noch irgendwo was hier? Ist es die... Die letzte gewesen? Jo, wir haben hier alle. Oh, schön. Wahnsinn. Okay. Ja, cool. Sind wir hier auch fertig? Aua. Aua. So, die Sache ist jetzt, müsste ich ja zurückgehen. Ja, Gerudo-Wüste an sich. Okay, wir gehen erstmal. Das ist die einfachste Möglichkeit jetzt, ne? Glaube ich. Wir gehen nochmal zurück zur Zitadelle. Ich wollte sowieso nochmal diesen einen Stein da, der da stand, wegwerfen. Und dann. Und dann gehen wir über Gerudo Area rein.